Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit der Frage, wie wichtig ist eigentlich meine Vorbildung in der Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen, respektive natürlich für den Examenserfolg. Da wollen wir uns heute mal zwei konträre Standpunkte anschauen, beziehungsweise Gedanken, die viele Prüflinge haben. Die einen lassen sich eher zu dem einen Pol zuordnen, die anderen eher zum anderen. Schauen wir uns mal an, welche beiden Gedanken oder Fragen, die dahinter stehen, ich konkret meine respektive hier schon vorbereitet habe. Die erste Frage bzw. der Gedanke, den sich viele stellen, ist, bin ich limitierter, weil ich zum Beispiel XY bin? Das heißt, was setzen wir dort ein? Häufig sind es gerade zum Beispiel Steuerfachangestellte oder Bilanzbuchhalter vielleicht, die der Meinung sind, den Gedanken haben, weil ich in Anführungszeichen so häufig die Aussage nur das bin oder jenes bin, dass meine Chancen deutlich limitierter wären, um das Examen erfolgreich zu meistern. Der andere Pol auf der anderen Seite ist der Gedanke, ich bin besonders gut aufgestellt, weil ich zum Beispiel einen Master habe. Das ist nämlich ein häufiger Gedanke, den viele haben, die diese Vorbildung haben. Die haben einen Bachelor gemacht, einen Master gemacht und sind jetzt der Meinung, gerade im Erstversuch, die sind schon sehr, sehr gut aufgestellt, vorbereitet, weil man sich ja sehr, sehr langfristig, insbesondere durch den Masterstudiengang, auf das Steuerberaterexamen vorbereitet. Und jetzt geht es sozusagen dann in die Vorbereitung rein. Der Master ist häufig jetzt in der aktuellen Phase schon durch und dann ist man entsprechend so aufgestellt, so die Meinung, dass man ja dann schon sehr, sehr gut vorbereitet sei. Das kann man natürlich auch mit ganz anderen Punkten sozusagen belegen. Das heißt, manche Steuerfachwirte sind sicherlich auch der Auffassung, in diese Kategorie zu fallen. Ich muss aber ganz klar sagen, und zwar ganz deutlich, sofern du kein Diplom-Finanzwirt bist, kannst du diese Aussage nicht konkret mit Ja beantworten, zumindest nicht pauschal. Denn gerade bei den Masterstudiengängen ist es so, dass es häufig, ich sag mal, einen Teilaspekt der Vorbereitung nur abbildet. Da muss man natürlich differenzieren, welchen konkreten Master man gemacht hat. Dieses Gap, die Diskrepanz aber noch deutlich größer ist zu dieser Steuerberaterprüfung und man das häufig im Erstversuch auch so ein Stück weit unterschätzt. Das geht aber, wie gesagt, auch anderen Gruppen so. Das will ich jetzt gar nicht nur auf den Master beziehen. Viel wichtiger ist, welche Erkenntnisse wir aus diesen beiden Polen für deinen Examenserfolg ableiten können. Wenn du, ich sag mal, zu dieser pessimistischen Fraktion gehörst und denkst, limitiert zu sein, weil du nur aus deiner Sicht das bist, jenes bist oder die spezifische Vorbildung hast und deswegen deine Chancen nicht so gut stehen sollten, dann ist die Frage, woher rührt dieser Gedanke? Häufig ist es so, dass man sich die Statistik anschaut und sagt, ja, meine Berufsgruppe hat die und die Bestehenswahrscheinlichkeit. Das sind natürlich nur pauschale Werte, wo man sagen muss, okay, wenn deine Gruppe beispielsweise 40-50% Bestehenswahrscheinlichkeit hat, dann ist die einzige Erkenntnis, die du daraus ableiten kannst, dass einige mit deiner Vorbildung bestehen, gut die Hälfte, und die andere Hälfte eben nicht besteht. Das heißt, die Frage für dich muss nicht lauten, dass du sozusagen aufgrund der Vorbildung jetzt besonders Schwierigkeiten hast oder besonders gut aufgestellt bist, sondern du musst für dich die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen. Es ist möglich in beide Richtungen. Es kommt aber auf dich drauf an, auf deine spezifische Vorbereitung, wie gut du das Ganze angehst und bist nicht davon definiert, welche Vorbildung du konkret mitbringst. Denn egal, mit welcher Vorbildung du in diese Prüfung reinstartest, einerseits ist es möglich zu bestehen. Viel wichtiger ist sozusagen, dass du erkennst für dich, ich habe diese oder jene Vorbildung und muss jetzt konkret schauen, welche Stärken bringe ich dadurch mit und vor allem, welche Schwächen bringe ich dadurch mit, beziehungsweise woran muss ich insbesondere noch arbeiten, um überhaupt im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Denn man muss ganz klar sagen, dass jede Vorbildung natürlich Pro und Contra mit sich bringt. Die meisten wissen nur nicht, dass wenn man diese Voraussetzung eben hat, wohin man dann konkret oder woran man konkret arbeiten muss. Und das ist eben der entscheidende Punkt, den du für dich mitnehmen musst, den du ableiten musst, um entsprechend mit deiner Vorbildung, egal welche sie jetzt konkret ist, erfolgreich zu sein. Du musst an den richtigen Dingen arbeiten, auf die richtige Art und Weise. Und hier ist eben insbesondere gefährlich, wie gesagt, die Diplom-Finanzwirte klammere ich einmal aus mit roundabout 90% Wahrscheinlichkeit. Natürlich müssen auch die vernünftig arbeiten, aber dass die
das Potenzial, Fehler zu machen, die, sag ich mal, das Examen kosten, deutlich weniger wahrscheinlich, weil man eben sich auch mehr Fehler erlauben kann aufgrund der Vorbildung. Aber bei ganz, ganz vielen anderen Gruppen, sei es jetzt der Master, sei es ein Bachelorabschluss oder auch die Steuerfachwirte, die haben eine gewisse Vorbildung, ne? Das mag auch gut sein, aber du bist jetzt nicht besonders gut aufgestellt, denn auch in deiner Gruppe, selbst wenn die prozentuale Wahrscheinlichkeit anhand der Vergangenheitswerte von der großen Gruppe vielleicht etwas höher sein mögen als jetzt bei einem anderen Fall der Vorbildung, heißt das eben für dich persönlich rein gar nichts. Das heißt, du musst schauen, dass du vernünftig arbeitest, dass du erkennst, was sind die Probleme, mit denen ich mich sozusagen in den nächsten Monaten beschäftigen muss, die ich angehen muss, wo ich eine Strategie entwickeln muss, die auf mich persönlich zugeschnitten ist, um meine persönliche Situation zum Vorteil zu nutzen, meine Vorbildung und insbesondere die Schwachstellen entsprechend auch ausmerzen zu können. Und das ist eben der eine Pol, der andere Pol. Wenn du dazwischen stehst, dann gilt für dich natürlich das Gleiche. Du musst an den entsprechenden Stellschrauben drehen, um erfolgreich zu sein. Das Ergebnis hängt aber nicht davon ab, welche Vorbildung du mitbringst, sondern was du in deiner spezifischen Examensvorbereitung konkret anstellst, wie du die Zeit nutzt, wie gut du wirst, um dann im Oktober eines jeden Jahres entsprechend die Prüfung auch zu bestehen. Das sind die beiden Punkte. Wenn du sagst, in deiner Vorbereitung, ich habe das Problem, eher in die Kategorie zu fallen oder vielleicht so ein Stück weit zu überheblich zu sein, bei beiden Varianten können wir dir super weiterhelfen, dass du dich auf die richtigen Punkte konzentrieren kannst. Dann bewerb dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH Examensvorbereitung. Den Link dazu findest du unter dem Video. Und ansonsten freuen wir uns, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, dein Marlo.